So lustig flirtet Lizzo mit dem One Direction Star. Rapperin Lizzo, 33, ist für ihre witzig-freche Art bekannt. Jetzt haut sie gegenüber One Direction Boniel Horan, 27, mal wieder ordentlich einen raus. Den Bandnamen nutzt die Musikerin nämlich als Vorlage für einen schlüpfrigen Spruch. Da ist Niall Horan baff. Bei einem Videochat-Auftritt im Rahmen von Jimmy Kimmel Live flirtete Lizzo mit dem Boyband-Schönling, was das Zeug hielt. Sie ist ja bekannt dafür, gern mal heiße Promis anzuschmachten. Das erlebte etwa Chris Evans, als sie ihm eine Direktnachricht via Instagram schickte. Und nun darf sich Niall über die ungeteilte Aufmerksamkeit der selbstbewussten Lady freuen. Der war als Gastmoderator bei der TV-Show dabei und ahnte noch nichts von seinem Glück. Die beiden waren ziemlich flirty drauf, wie das Interview eindrucksvoll beweist. Gemeinsam sangen und lachten sie, Niall nannte sie seine wunderschöne Frau. Das konnte Lizzo toppen. Sie sagte dem One Direction Star unverblümt, er würde ihr eine One Erection geben. Ein Wortspiel in Anlehnung an seinen Bandnamen, was nichts anderes bedeutet als dass er ihre eine Erektion gibt. Ach ja, der sympathischen Sprücheklopferin sitzt eben einfach der Schalk im Nacken. Enthüllung über Lizzos neuen Song Rumors. Lizzo hatte scheinbar einen guten und lustigen Tag und noch viel mehr Sprüche auf Lager. Mit Erfolg kommen Fans und du weißt, dass die US geschafft hast, wenn deine Fans ihren eigenen Namen haben. Wie nennt man deine Fans? Fragte der Gastmoderator die Musikerin im Interview. The Lesbians, antwortete Lizzo witzig wortgewandt. Ein Kofferwort aus Lizzo und dem englischen Wort Lesbians, übersetzt Lesben. Und dann teilte sie noch einen witzigen Fakt, wieder ziemlich flirtend in Niall's Richtung. Im neuen Song Rumors gibt es eine Zeile, in der es heißt, nein, ich F's eh noch nicht mit Drake. Ursprünglich, so Lizzo, habe es Niall statt Drake gelautet. Ihr Plattenlabel habe aber gemeint, das sei etwas zu provokant, also habe sie es in Drake verändert, eine sichere Wahl. Tja, da war der irische Superstar Niall baff. Er und wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Sprüchefeuerwerk der Rapperin.